So, wenn es schon wieder losgeht im Februar dieses Jahres. Unmenschliche Bedingungen bei Rapid. Schwerstarbeit. Doch der Karren muss ja raus. Raus aus dem Dreck. Aber sie sind zu schwach, der Karren zu schwer. Ihre Schultern können diese Last nicht tragen. Einer nach dem anderen knickt ein. Es tut richtig weh. Das ist nicht nur ein bisschen. Das trifft einem schon ordentlich ins Herz. Da stehen sie nun. Fertig mit der Welt. Der Karren? Irgendwo. Sind wir hier denn alle auf dem Holzweg? Neuer Spieltag, dieselben Fragen. Schweigen. Ratlosigkeit. Damir kann er die, oder sagt zum Abschied besser gar nichts mehr. Das Ende nach der Pleite in Ried am 8. April und der Tag danach. Wir sind alles Verlierer. Ich nehme da mich nicht aus. Rapid versinkt, quasi im Gatsch. Und er will ihnen raushelfen. Goran Djuricin. Fiktive Frage, wäre ich eine gute Fee? Cupsieg oder Klassenerhalt? Was nehmen Sie, was ist wichtiger? Cupsieg. Das war erstens einmal aus dem Bauch, aber es war ernst gemeint, weil Abstieg im Internet interessiert. Wir werden das nicht haben, deswegen ist mir der Cupsieg wichtig. Ohne Cupsieg geht's in die neue Saison und da ziehen sie schon wieder. Dieser Karren. Freddy Bickel gibt alles, aber... Ja, irgendwie fährt er sich immer wieder etwas fest. Das müssen wir leider so sagen, aber er bewegt sich und auch wenn es nicht immer so aussieht, er bewegt sich in eine gute Richtung. Ach ja? Woran er das wohl festmacht? Der Ballast wird nicht weniger. Goran Djuricin, Durchhalteparolen im August 2017. Vielleicht kommt das Spielglück irgendwann auch zurück, dass nicht jeder Fehlpass bestraft wird. Wir müssen nach vorschauen. Vielleicht müssen sich ja alle damit abfinden, dass es einfach so ist, wie es ist. Rapid steht da, wo es hingehört. Punkt. Aus. Wenn man die Mannschaft heute sieht, dann muss man dazu stehen, dass vieles nur Durchschnitt war. Und das ist ja auch ein gewisses Zeichen von Klasse, dass du gewisse Dinge weglassen kannst, wegstecken kannst, dass du trotzdem weiterkommst. Und ich denke schon, dass wir dort noch Probleme haben, dass wir auch wieder schnell in alte Muster zurückfallen, auch uns wieder zurückleisten lassen, obwohl es nicht sein muss, wieder an die alte Saison denken, was auch nicht sein muss. Und ja, das ist eine gewisse Eigenschaft, die die Mannschaft auch hat und die dann wirklich mit Durchschnitt zusammenhängt. Na toll, wie weit ist es nur gekommen? Und überhaupt... Was machen wir hier eigentlich? Tja, wie kann Rapid den Absturz verhindern oder gibt es da nur mehr Wüste, meine Herren? Schwierige Situation, aber ich glaube, man muss immer noch das Positive sehen. Man muss, wenn ich mir da die Aufstellung anschaue, das sind keine Durchschnittsspieler. Also, die müssen einmal, du sprichst es an, also, sie müssen einmal Leistung, das gemeint, aber sie müssen einmal Leistung bringen, nur der Name zählt auch nicht. Und das muss normal möglich sein, mit diesem Rückhalt, der da ist. Das ist ja das Positive an Rapid, dass man Fans hat, die eine Mannschaft auch in solchen Situationen unterstützt. Aber auch unter Druck setzen kann. Auch unter Druck setzen kann, klar. Aber deswegen ist man auch Rapid-Spieler und das muss man als Rapid-Spieler aushalten können. Und ich glaube, dass einfach nicht sehr viel fehlt. Es sind Kleinigkeiten. Es ist, wie ich schon gesagt habe zu Beginn, dass wenn diese ganz wichtigen Spieler, die verletzt sind, wenn die dazustoßen, dann schaut es wieder anders aus. Weil dann ist man einfach, ich nenne ihn jetzt Schobelsberger, weil der einfach Dynamik in das Spiel bringt, dann tut sich was. Das hat man auch gegen Sturm gesehen, in seinem 30 Minuten, glaube ich, war er im Einsatz. Und das kommt halt alles zusammen. Dass man jetzt einmal Ergebnis liefern muss, ist klar, weil sonst... geht es einfach nach hinten weiter, diese negative Stimmung muss weg. Ja, dann, wenn das heute funktioniert, bin ich überzeugt, dass das Rapid einfach durchstartet. Neuer Spieler soll aber auch noch kommen, Oliver. Ist das nur alles Durchschnitt zum Teil, wie es der Sportdirektor sagt? Ich weiß nicht, ob man jetzt richtig interpretieren, es hat sich so angehört. Also Durchschnitt ist für mich WRC Admira und ich glaube, da sollte man sich mit als Rapid jetzt vielleicht nicht in denselben Top werfen. Man ist schon überdurchschnittlich für österreichische Verhältnisse. Ich glaube, dass man sich da ein bisschen selber kleiner macht, als man tatsächlich ist. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich möchte mit dem Michi anschließen. Es ist nicht so, dass Rapid bei Rapid alles schlecht ist. Im Gegenteil, es gibt sehr viele positive Momente auch in jedem Spiel. Und ich glaube, man ist, so also wie Freddy Bickel gesagt hat, auf dem richtigen Weg. Es fehlen Kleinigkeiten und Details.
Aber natürlich wird es jetzt Zeit, dass man diese Kleinigkeiten und Details auch tatsächlich verbessert, um dann die nötigen Ergebnisse einzufahren. Ja, Freddy Pickel angesprochen, der hört uns schon zu, und zwar an der Seite von Jörg Kühne, live im Allianzstadion, der Sportdirektor von Rapid. Ja, ist Rapid nur mehr eine österreichische Durchschnittsmannschaft, Freddy Pickel? Oder wollen Sie den Sager revidieren? Nein, das will ich nicht revidieren. Das ist aber vielleicht nicht auf alles bezogen. Ich sage, es gibt gewisse Dinge, wo wir uns nicht abheben von anderen Mannschaften. Ich glaube schon, dass das Potenzial ganz klar da ist, dass uns ja nicht viel fehlt, bis es endlich auch einmal anhängt. Wir brauchen das unbedingt. Aber es gibt gewisse Dinge, wo wir nicht wegstecken können. Und das macht eben auch eine Mannschaft aus. Und dort sind wir eher nur Durchschnitt. Wenn wir sagen, die Truppe wäre durchschnittlich, kann ich dann sagen, Sie haben sie zusammengestellt? Ich trage ganz bestimmt einen Teil der Verantwortung, das ist klar. Wenn vielleicht auch nicht alles so gelaufen ist, wie ich es gern gehabt hätte, aber da will und kann ich mich auch nicht rausnehmen. Rapid ist auf der Suche. Sind Sie schon fündig geworden? Die Austria beispielsweise zaubert ja einen nach dem anderen aus dem Hut. Ich denke schon, dass wir fündig geworden sind und dass wir fündig werden zumindest. Wir haben unseren klaren Plan, wir wissen genau, was wir wollen. Wir haben diese Spieler, wir können jetzt dieses Wochenende nochmals die Stürmer beobachten, die bei uns oberst auf der Liste stehen. Ich denke auch nicht, dass wir groß unter Zeitdruck sind. Wir haben bis zum 31. die Zeit und die werden wir auch ausnutzen. Wie attraktiv, Freddy Pickel, ist es denn für einen Spieler, zu einem Verein zu wechseln, im letzten Abdruck, der nicht im Europacup vertreten ist? Ja gut, das ist eine gewisse Schwierigkeit, das merkt ihr jetzt auch, wenn wir am Verhandeln oder am Gespräch führen sind. Aber ich denke schon, es weiß immer noch jeder, was Rapid für einen Namen hat. Es kennen auch alle noch die Ziele und die meisten Spieler trauen uns diesen Schritt auch noch zu. Also so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Jetzt ist Lucas Galvão da, noch dazu deutlich teurer, als er noch vor ein paar Monaten zu haben gewesen wäre. Ist das ein Transfer, der einen ganzen Verein ruhig stellen kann? Also deutlich teurer, als er gewesen wäre. Also ich weiß, mit welchen Preisen das wir im Frühjahr verhandelt haben und welcher das es jetzt ist. Also so deutlich empfinde ich das nicht. Aber das ist vielleicht als Schweizer etwas anderes als Österreicher. Aber ich lasse es mal so stehen. Nein, ich bin aber sicher glücklich und bin überzeugt, dass er uns bei einem Problem helfen kann. Das ist der Spielaufbau, das ist die Spieleröffnung. Ist vielleicht jetzt nicht das Defensivmonster, das sich viele vorstellen, aber er tut unserem Spiel ganz sicher gut. Freddy, wie taugt es Ihnen persönlich noch hier? Das ist ja eine Dauerbaustelle, dieser SK Rapid. Ja, es waren nicht sehr einfache Monate, diese 7-8, die jetzt da zurückliegen. Aber ich muss schon sagen, die Herausforderung ist noch immer groß, die Motivation ist noch immer da, weil ich noch immer überzeugt bin, dass wir da etwas ganz Gutes, etwas ganz Großes hinstellen können. Ganz kurz noch, ja oder nein? Muss Sieg heute gegen den LASK? Nicht muss, aber wir wollen. Vielen Dank fürs Gespräch, für die Pickel. Retour zu euch, Martin, und die Runde. Ja, seit Philipp Schobesberger wieder voll fit ist, steht er auch bei dem ein oder anderen Verein hoch im Kurs. Sein Vertrag läuft aus im Sommer, Freddy Pickel. Wie sehen Sie denn die Möglichkeiten, dass Sie ihn über den Sommer hinaus noch halten können? Ja, eigentlich bin ich immer noch guten Mutes, denke ich. Wir haben laufend Gespräche, schon länger Gespräche, sehr viel mit seinem Agenten auch. Es ist mir klar, dass das eine Sache ist, die sehr gut überlegt sein will, auch von seiner Seite her. Aber ich habe immer noch große Hoffnung, dass wir das bis Ende Monat abschließen können, zu unseren Gunsten. Also bis Ende Monat soll es eine Entscheidung geben. Wie können Sie da in den letzten Tagen dem Spieler das noch schmackhaft machen? Ja, müssen wir, glaube ich, nicht mehr groß. Also die Dinge sind klar, die Dinge sind besprochen. Dass er sich das eine oder andere noch anhören will oder sich die eine oder andere Sache noch überlegt, das verstehe ich irgendwo, das gehört dazu. Erlauben wir ihm auch so, aber trotzdem hoffe ich auf das gute Ende. Ja. Wenn Red Bull Salzburg ernst machen sollte, dann, dann kommt jeder Spieler ins Grübeln, nennen wir es mal so. Wie schätzen Sie dann die Lage ein? Ja, ich denke schon, dass er auch weiß, was er bei uns hat. Es kann nicht immer alles nur mit Finanzen ausgeglichen werden, wenn mir auch klar ist, dass das natürlich ganz andere Möglichkeiten sind, dass sie andere Möglichkeiten haben. Aber den einen oder anderen Trumpf haben wir auch. Und ich kann mich nur wiederholen. Ich denke wirklich, dass wir nicht an einem so schlechten Ende stehen. Kommen wir zum Spiel heute. Wie hat es Ihnen bisher gefallen? Es ist erst so nach einer halben Stunde losgegangen. Ja, denke schon, aber
glaube aus meiner Optik, dass wir eigentlich klar die bessere Mannschaft waren, die ganze Halbzeit. Dass wir zwar zwei, drei gute Möglichkeiten auch Austria zugestehen mussten, aber wir eigentlich aus unseren Möglichkeiten Tore machen müssen. Ja, hat wieder nicht geklappt oder dann halt falsche Entscheidung kurz vor dem Torschuss. Das kann uns noch einmal wehtun in diesem Spiel. Jetzt hat man 6 Spiele lang nichts mehr verloren, kehrt langsam aber sicher Normalität ein nach einer völlig abnormalen Vorsaison? Denke schon, wobei klar hat es noch Diskussionen gegeben zum Saisonstart mit den Fans, mit den Resultaten. Muss aber wirklich auch sagen, dass bei uns eigentlich von Beginn weg ziemlich ruhig war, dass wir immer das Gefühl hatten, auf dem richtigen Weg zu sein, dass wir gesehen haben, dass viele Spiele über lange Zeit auch gut waren, dass wir schon auch selber schuld sind, natürlich für die Punktverluste, dass nicht noch alles wunderbar war, aber dass der Weg stimmt und das hat uns schon eine gewisse Sicherheit, auch Ruhe gegeben. Ist dann jetzt natürlich unterstrichen mit den Resultaten und ja, dadurch ist auch die Öffentlichkeit nicht mehr so, so heiß auf uns, denke ich. Ja, Hans, wie siehst du die Chancen Rapids, Schobesberger zu halten? Ja, ich hoffe, dass Rapid Schobesberger halten kann. Es wäre sehr, sehr wichtig für Rapid, aber ich denke, wenn Red Bull Salzburg kommt und Red Bull einen Spieler will, dann wird Rapid nichts viel machen können. Aber Rapid führt mit 1:0. Es läuft irgendwie alles bei den Grünen. Derzeit 2 Derby-Siege in Folge. Und Rapid ist richtig drin in der Erfolgsspur. Und das freut mit Sicherheit auch den Präsidenten Michael Kramer, jetzt live bei Johannes Brandl. Ja, davon gehe ich aus, dass es den Präsidenten freut. 1:0 auch gegen die Admira vorne, Herr Präsident. Wie oft hatten Sie aber schon den Torschrei auf den Lippen, vor allem wenn man diese Chancen von Quilitaia sieht? Also im Fernsehen sieht man es ja noch besser. Diese zuletzt gezeigte, da sind wir schon alle gestanden und haben gejubelt, aber leider. Wie lange haben Sie denn eigentlich gejubelt in dieser Woche? Doppel-Derby-Sieger, geht man da nur noch mit erhobenen Händen ins Büro und aus dem Büro wieder raus? Ja, man natürlich schon eine sehr erfreuliche Situation, wenn man 2 Derbys hintereinander gewinnt. Vor allem beim 2. Derby, wo es ja darum gegangen ist, weiterzukommen im Cup und eines unserer großen Ziele weiter, die Schritte dorthin zu tun. Also war schon eine sehr glückliche Woche. Ist man jetzt sportlich dort, wo man so lange hin wollte? Ich glaube, dass wir noch nicht dort sind, wenn man sich das Potenzial unserer Spieler anschaut, wie wir da oft kombinieren, dann geht da, bin ich überzeugt, noch mehr. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zum Derby zurückkommen. Nicht die sportliche Aufarbeitung, sondern das, was immer bei diesen Derbys rundherum passiert. Die Austria hat jetzt eine Presseaussendung gemacht, wo sie sagt, bei den nächsten Derbys werden die Sektoren noch rigoroser getrennt. Wie sieht Rapid diese Aufarbeitung dieser Derby-Geschichten rund um das sportliche Derby? Ja. Wissen Sie, ich orientiere mich da immer nach Fakten. Wenn Fakten da sind, wenn es Themen gibt, problematische, dann muss man sie die anschauen. Sicherstellen und sanktionieren. Ich habe mir sehr genau den Polizeibericht durchgelesen. Der Polizeibericht spricht von Verfehlungen Pyrotechnikgesetz auf beiden Seiten, von kleineren Auseinandersetzungen, aber Fazit, es ist alles ordentlich abgelaufen. Das war das Fazit. Darum verstehe ich nicht, wenn man dann mit einer Presseaussendung irgendwelche großen Dinge in den Raum stellt. Das ist eigenartig, komisch und dient dem Fußball überhaupt nicht. Das heißt, Rapid hackt dieses Thema einfach ab und sieht das nicht so groß, wie es die Wiener Austria sieht in dem Fall. Na, ich finde die Schlussfolgerung gut, weil die hätte schon längst gemacht, dass ich einen Rapid-Sektor und einen Austria-Sektor mache, denn in dem berühmten Sektor E im Happelstadion gibt es eh immer wieder Probleme, weil dort eine Durchmischung stattfindet. Auf der einen Seite grenzt dieser Sektor eh an den Austria-Fanblock, auf der anderen an den Rapid-Fanblock. Das ist nicht so erfreulich. Dann kommen wir wieder zurück zu dieser ganzen sportlichen Situation. Der Derby-Held Schobesberger wird heute noch geschont. Da gibt es diesen Poker um Schobesberger. Wie sehen Sie denn diese Situation mit der Entscheidung, wo er gesagt hat, ja, das ist vielleicht noch nicht so ganz spruchreif? Also ich kann nur sagen, wir tun alles, was in unseren Möglichkeiten steht, um den Philipp Schobesberger Vertrag zu verlängern. Geht man da weiter als über die Schmerzgrenze hinaus? Nein, über die Schmerzgrenze gehen wir sicher nicht, weil das wäre unseriös. Aber wir haben eine sehr hohe Schmerzgrenze. Gut, und ein Thema gibt es natürlich auch noch, das Fußball Österreich beschäftigt. Das ist eben die Frage, wer wird neuer Teamchef? Jetzt ist es ja so,
dass die Liga, der Vorstand der Liga hat eine Stimme oder hat Stimmen bei dieser Wahl. Jetzt sind Sie im Bundesliga-Aufsichtsrat. Wurde da dieser Aufsichtsrat auch befragt, wie der Vorstand der Liga sich äußern soll, welche Stimme da abgegeben wird? Nein, im Moment noch nicht. Ich glaube, sind noch nicht so weit, die Herren. Bin auch in dieses Auswahlverfahren nicht unmittelbar eingebunden. Darum wird es jetzt von mir da auch kein Statement geben. Sollten wir gefragt werden, rechne ich damit, dass der Entscheidungsvorschlag dieser Taskforce bzw. auch der Vertreter der Liga ordentlich aufbereitet und begründet ist, und danach werden wir dann unsere Entscheidung treffen. Dann sage ich Dankeschön fürs Gespräch und wünsche noch eine schöne zweite Hälfte, und wir gehen zurück. Nach einem 0:0 Standing Ovations und Abgangsapplaus bekommt. Ja, sie haben applaudiert, und dann ist es doch auch nur logisch, dass ich dann auch zu den Fans hingehe, und ja, war eine gute Stimmung. Aber es ist, selbst wenn er es sich kaum anmerken lässt, auch ein Zeichen, dass eben nicht alles normal ist. 20 Jahre hinterlassen Spuren, und der neue Teamchef ist längst nicht mehr irgendein deutscher Trainer, sondern einer von ihnen. Auf der einen Seite freut man sich, dass er mal Steirer oder Grazer geschafft hat. Und er bleibt für mich ein Sturmheld. Wir sind ihm überhaupt nicht böse. Nein, ich bin eigentlich böse, dass der Koller nicht mehr da ist. Die Wiener wissen schon, wenn sie sich holen. Im Besten. Tut mir leid, aber es ist so. Und auch wenn es nicht sein letztes Spiel in der Merkur Arena ist, dann vielleicht das letzte vor vollem Haus. Foda werden bei toller Kulisse nur die ersten 10 Minuten missfallen, in denen Murg gefährlich vor dem Sturmtor auftaucht und Quilitaya bei diesem Kopfball seinen Körper zu energisch einsetzt. Muckenhammer gibt Stürmerfoul. Danach bekommt Fodas Truppe Match und Gegner in den Griff. Nach Doppelpass mit Röcher verhindert womöglich nur Deni Alas schwächerer rechter Fuß nach einer halben Stunde die Führung. 3 Minuten später verfehlt Potzmann sein Ziel nur knapp. Der Trainer leidet wie immer, die Leistung seines Teams hingegen leidet unter den Geschehnissen der letzten Tage nicht wirklich. Es war nur Anfang der Woche, war es ein bisschen komisch, wo man gehört hat, dass er Teamchef wird, aber nachher war alles, also es war alles ganz normal. Und es ist das eingetreten, was ich mir erhofft habe, was ich auch vermutet habe, dass die Mannschaft in gleicher Qualität weiter fightet, weiter kämpft, weiter Fußball spielt. In unseren Köpfen war das überhaupt nicht drin. Ja, also wir haben das super ausblendet. Und wir haben heute, glaube ich, auch gesehen, dass wir gut waren. Insofern ist Rapid in einer teilweise sehr intensiv geführten Partie bemüht, den Spielfluss des Gegners zu zerstören und vor allem so wenige Torchancen wie irgend möglich zuzulassen, woran sich auch nach der Pause nicht viel ändert. In der gesamten zweiten Hälfte kommt dieser Schuss von Auer so etwas wie Gefahr, bezeichnenderweise noch am nächsten. Ich glaube, über 90 Minuten war Sturm die bessere Mannschaft. Sie haben 2-3 Chancen gehabt, wir haben so gut eigentlich wie nichts gehabt. Heute war ein Sieg für uns unverdient gewesen. Sturm hat hinten sehr gut gespielt, vorne auch ein paar Chancen liegen lassen. Und von dem her müssen wir heute mit dem Punkt leben, aber wir leben heute mit dem Punkt gut. Und das nicht ohne Grund. Nach gut einer Stunde sorgt Rapid-Verteidiger Galvao bei den Sturmfans für Aufregung. Schiedsrichter Muckenhammer befindet den Rempler gegen Ala aber nicht für elferwürdig. Wenig später vergibt Torjäger Ala die beste Chance für Sturm in Hälfte 2. Die Grazer lassen bis zum Schluss nichts unversucht. Wie auch ihr Trainer, der gestenreich dirigiert wie immer und emotional ist wie immer. Auch einen Tag vor seiner Abreise zum ersten Teamcamp. Heute war der Franco zu 100% Sturm Graz Trainer. Der Trainer hat uns auch ganz normal vorbereitet, wie für jedes Spiel. Und ich glaube, das hat man heute auch gesehen. Ja, die Mannschaft war perfekt eingestellt, hat einen guten Plan gehabt. Hat alles eigentlich gut, sehr gut umgesetzt. Das Einzige war, dass wir aus diesen 2-3 Supersituationen, wo wir hatten, kein Tor erzielt haben. Beim letzten guten Versuch, rund 20 Minuten vor Schluss, nur deshalb nicht, weil Husbeck hauchdünn im Abseits steht. 0:0 endet ein Spiel, an dem Foda letztlich auch das Ergebnis positiv bewertet. Allerdings aus anderen Gründen als sein Gegenüber Goran Djuricin, dessen Team erstmals in dieser Meisterschaft ohne Tor bleibt, aber auch zum 5. Mal in Folge keines zulässt. Heute haben wir einen schlechten Tag gehabt, es waren viele Eigenfehler, nicht zu Ende spielen können, viele Ballverluste, unnötige Fehler. Aber heute haben wir gezeigt, dass wir auch gut verteidigen können. Und beim Tabellenführer, bei einem sehr schlechten Tag, 0:0 spielen, muss ich meiner Mannschaft gratulieren. 0:0 ist okay, wir haben Rapid auf Abstand gehalten, wir bleiben auf jeden Fall über die Länderspielpause Tabellenführer und wir sind zu Hause weiterhin ungeschlagen.
Spiel 1 der Liga-Abschiedstournee ist also absolviert. Foda macht erstmal einen Abflug ins Teamcamp nach Marbella. Die Sturmfans versuchen daran, das Positive zu sehen. Es macht eigentlich nichts, dass er geht, weil so gesehen wir, dass wir eigentlich einen guten Trainer haben. Aber wir werden wieder einen guten kriegen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Vielleicht wird es eh besser, dass sie mal was anderes tut. Ich habe 100% Vertrauen zum Sportdirektor Günter Kreisler und er wird das Richtige schon machen. Und er ist der, der die undankbare Aufgabe hat, den Erfolgstrainer adäquat zu ersetzen. Wenn ich erst anfange, einzelne Namen zu kommentieren und zu sagen, wer möglich ist und wer nicht, dann spiele ich genau dieses Spiel mit, dass ich verstehe, dass von den Medien kommt, dass ich aber nicht mitspielen will. Ich habe diese Woche definitiv zu Recherchezwecken verwendet und bin in diesem Prozess ein paar Schritte weitergekommen. Ändert sich nichts, dass wir keinen Zeitdruck haben. Und Foders Nachfolger wird wohl auch seine Zeit brauchen, um so mit Leib und Seele Sturmtrainer zu sein wie er. Und es kommt doch auf die Größe an. Ist natürlich ein bisschen komfortabler, so einen Großen zu haben. Großer Platz, großes Selbstbewusstsein, große Pläne. Ich wollte immer eigentlich der Beste sein in allen möglichen Sachen. Egal, ob es jetzt Gesellschaftsspieler waren oder irgendwas anderes. Richard Strebinger, durch seine Leistungen der vergangenen Wochen, einer der Leistungsträger bei Rapid. Er wehrte 73% der Schüsse ab, Topwert aller Keeper der Bundesliga. Okay, und der Zweite? Ist Patrick Penz. Ja, wenn wir am Ende des Jahres knapp vor der Austria in der Tabelle sind, bin ich auch schon zufrieden. Er ist fokussiert, lässt sich durch nichts ablenken, arbeitet ständig an sich selbst. Man weiß immer selber, was gut oder was schlecht war und genauso durch das Handhaben. Also eben, dass ich das bespreche mit meinem Vater, mit dem Helge, also mit unserem Tormann-Trainer oder auch daheim mit meiner Frau, die sich mittlerweile auch sehr gut schon auskennt. Sie ist es auch, die ihm vergangene Saison beisteht, als er im Frühjahr von Damir Kanadi in die zweite Reihe zurückgestellt wird und seinen Stammplatz verliert. Das war auch dann irgendwo schon nach kurzer Zeit so eine spannende Herausforderung für mich selbst, dass ich mir einfach gedacht habe, ich will es mir auch selbst beweisen einfach, dass ich, egal auch wenn alle anderen sagen vielleicht, es schaut für dich nicht mehr gut aus in dem Verein, dass ich weiß, dass ich zurückkommen kann und wieder die Nummer 1 werden kann und bin ich halt sehr froh, dass ich das auch geschafft habe. Und nun hat er große Ambitionen, Stichwort Nationalteam. Ich bin da auch sehr selbstbewusst, dass ich sage, dass ich da irgendwann auch sicher dabei sein werde. Da bin ich eigentlich sehr überzeugt. Richard Strebinger, zu Recht, gehört ihm einer der größten Plätze in Rapids Kabine. Ja, ein Tormann braucht ja eben auch einen großen Platz in der Kabine. Den zweiten Eckspind hat übrigens Steffen Hofmann, was immer das bedeuten soll. Richard Strebinger hat hörbar, sichtbar Selbstbewusstsein getankt in den vergangenen Monaten, will ins Nationalteam. Hat er das Zeug dazu? Ja, wenn er so weiterspielt wie jetzt, dann hat er alle Möglichkeiten. Man hat ja schon früher immer wieder gesagt, dass er ein hochtalentierter Tormann ist, aber sich des Öfteren selbst im Weg gestanden ist, weil die Nerven des Öfteren versagt haben und er diese Leistung, die er ja von der Qualität her gehabt hätte, nicht auf den Platz gebracht hat. Und jetzt scheint es so zu sein, dass er auch mit Helge Bayer einen Tormann-Trainer hat, der voll auf ihn baut und dementsprechend fühlt er sich auch jetzt sicher im Tor. Ja, sein Gegenüber hat ihm voraus, dass er schon beim Nationalteam dabei war, Pavao Pervan, auch wenn er nicht gespielt hat. Sind die beiden, Pervan und Strebinger, ähnliche Torhütertypen? Nein, Pavao Pervan ist eher ein Spieler, der sehr ruhig von hinten nach vorne ausstrahlt. Also die Verteidiger haben immer das Gefühl, es steht ein Mann im Tor, der sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Und ich glaube auch, dass er in den Bereichen, wo also Flanken hereinkommen, da hat Pervan sicherlich Vorteile gegenüber Strebinger. Das war bei Strebinger immer auch so eine Achillesferse in seinem Tormannspiel. Das hat sich jetzt verbessert. Da dürfte wirklich der Tormann-Trainer auch einiges bewirkt haben. Aber insgesamt glaube ich noch zur Zeit, dass Pervan für mich eine bessere Rolle darstellt. Aber, und das ist der Punkt, zur Zeit ist die Nummer 1 im österreichischen Nationalteam noch nicht so fixiert, dass man sagen kann, der oder der oder der ist es. Wenn jemand jetzt kontinuierlich auf Sicht gesehen wirklich hervorragende Leistungen bringt, dann wird sich über kurz oder lang einer etablieren und die unumschränkte Nummer 1 sein. Und das könnte Pervan genauso gut sein wie Strebinger, wenn ich dich richtig interpretiere. Du hast mich richtig interpretiert. Gut. Ja, wie bewertet er, Freddy Pickel, die Leistung bisher?
in den ersten 45 Minuten. Wohlgemerkt, ohne Schobesberger. Ja, ich denke, das zeigt auch die Stärke vom Kader oder die Breite vom Kader. Und das war ganz okay, die erste Halbzeit. Sollte noch nicht zu früh lohnen. Warten wir die zweite Hälfte ab. Schauen wir, dass wir dort weitermachen können, was wir auch wollen. Aber ja, hat Freude gemacht, hat Spaß gemacht, die erste Halbzeit. Ganz okay, haben Sie gesagt. Haben die Kollegen im Studio jetzt vielleicht etwas zu viel gelobt? Nein, nochmals, aber es ist die Hälfte gespielt und es steht 2-0. Es ist ein gefährliches Resultat und es bringt uns überhaupt nichts, diese gute erste Halbzeit, wenn wir es dann nicht auch nach Hause tragen. Causa prima bei Rapid, Freddy Bickel. Hat Philipp Schobesberger schon verlängert? Nein, das noch nicht, sonst hätten wir es ganz sicher vermeldet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht mich nicht so sehr nervös, aber immer noch ein gutes Gefühl. Nervös macht mich vielleicht eher, dass die Fragen immer kommen, die ich auch verstehe, das ist ganz klar. Aber bin immer noch guten Mutes, dass wir nicht nur mit ihm, auch mit einigen anderen Spielern in guten Gesprächen sind und dass es auch in den nächsten Tagen zu Abschlüssen kommen kann. In den nächsten Tagen eventuell auch bei Philipp Schobesberger. Eigentlich hat es ja geheißen, Ende Oktober war so eine Art Deadline. Ja, haben wir uns zusammen vorgenommen, muss ich auch so sagen, hätten wir gerne so gewusst. Wenn es nicht weitergegangen wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Aber wir sind eigentlich seit Anfang November immer wieder in laufenden Gesprächen. Und daher stresst mich nicht so sehr, dass dieses Datum auch vorübergegangen ist. Nach diesem tollen Geschäftsbericht, vielleicht bessert man noch nach in Sachen Schobesberger? Nein, ich denke, die Zahlen, die stehen so schon lange. Wir haben da unsere klare Linie auch und da machen wir nicht weiter. Wann gibt es eine Deadline? Wann sagt Rapid, es ist jetzt genug? Wir wollen eine Entscheidung, in welche Richtung auch immer. Ja, dann, wenn man das Gefühl hat, es stockt jetzt wirklich, es geht wirklich nicht mehr weiter. Sieht vielleicht von außen so aus, aber nochmals, wir sind in Gesprächen und die verlaufen gut. Und daher sehe ich auch keinen Sinn, zum Druck zu machen, aber ist schon klar. Also, wenn ich jetzt ganz lang vorausschaue in die Weihnachtsferien, will ich nicht ohne Unterschriften. Vielen Dank für die Bitte. Ja, was haben wir bisher gesehen in diesen ersten 45 Minuten? Ich darf mit Freddy Bickel beginnen. Wie gefestigt ist ein Rapid jetzt wirklich schon? Oder sehen wir das erst im Verlauf des Spiels? Sie bekommen es dann von mir, das Mikro. Lass uns das nur dem Christoph rein. Man müsste nicht unbedingt mit 1-1 in die Kabine gegangen sein, oder? Nein, müsste man nicht, ist klar. Aber ich denke, das ist auch das, was uns immer noch ein wenig stoppt oder immer wieder. Es war ein dummes Tor, das du nicht kriegen darfst eigentlich. Und daher, das ist das kleine Stück, was uns noch fehlt. Christoph Freund, was gibt es denn von Salzburgs Seite zu sagen? Den Schobesberger bekommt man nicht so recht in den Griff. Der hat schon 2 gelbe Karten gegen Defensive gezogen. Ist man gut bedient mit 1-1? Na, ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gesehen, ein sehr intensives von beiden Mannschaften, kampfbetont und ein richtig gutes Tempo im Spiel. Wir haben gut in das Spiel gefunden, hatten gleich zu Beginn 1-2 Möglichkeiten und dann, Schobesberger ist dann zweimal eigentlich entwischt und ja, da müssen wir einfach ein bisschen besser stehen. Wir wissen, wie schnell Schobi ist. Aber grundsätzlich, finde ich, machen wir ein sehr gutes Spiel. Schade, wir haben noch ein Tor geschossen, was leider nicht gegeben wurde. Aber ja, ich glaube, der Spielstand geht so weit in Ordnung. Und ja, ich freue mich schon auf die zweite Halbzeit. Schobesberger ist entwischt, Freddy Bickel. Das passt aber überhaupt nicht hierher. Dieser Satz, Vertrag verlängert bis 2022. Zufall, dass es in der Woche vor dem Salzburg-Spiel war? Nein, wahrlich nicht. Also ich hätte es gerne viel früher gemacht und wir haben ja ziemlich lange auch darum herum gemacht. Ich habe es gerne genommen und an dem Tag, wo es dann gekommen ist und ob das jetzt vor diesem Spiel ist oder einem anderen, spielt überhaupt keine Rolle. Hatte auch keinen Hintergedanken, sonst hätten wir es ja vielleicht noch bis Samstag rausziehen können. Was haben Sie ihm denn jetzt noch bieten können? Rapid. Das ist alles? Ja, nein, ich denke, die Fakten waren eigentlich ziemlich schnell klar und auch auf dem Tisch. Und ich verstehe aber auch, dass es für ihn eine schwierige Entscheidung war, die er sich sehr genau überlegen wollte, ob er den Schritt ins Ausland schon wagt oder nicht. Und hat sich dann für uns entschieden, was er uns sehr freut. Also Salzburg war offenbar nie Thema, Christoph Freund. Trotzdem ist er momentan nicht zu haben oder zumindest nicht ganz billig zu haben. Der Schobi, wie sehr stört Sie das? Nein, das stört uns gar nicht. Ich habe immer nur gesagt, dass er ein interessanter Spieler ist und mehr nicht. Wir haben auch mit Schobesberger nie gesprochen und Spieler von Rapid Wien und wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader. Wie schaut es mit Richard Strebing aus? Der fehlt eigentlich noch auf der Vertragsverlängerungsliste. Spießt sich da noch was? Was spricht dagegen, dass er unterschreibt?
von mir aus überhaupt nichts, ist klar. Pressiert nicht sonderlich, hat noch bis 19 Vertrag. Aber es ist schon so, dass wir auch mit ihm bereits Gespräche führen. Hat Paulo Miranda, ganz kurz noch, Christoph, vorhin seine Sachen schon gepackt? Nein, glaube ich nicht, dass er sie schon gepackt hat. Er braucht sich jetzt auch noch, weil es ist kalt in Salzburg und muss sich warm anziehen. Das klingt jetzt aber trotzdem nicht unbedingt so, dass er über den Winter hinaus bleiben muss. Nein, wir haben schon gesagt, es gibt wahrscheinlich die Möglichkeit auch, dass er wechselt. Es ist noch nichts fixiert und darum, ja, es ist jetzt müßig darüber, jede Woche zu reden. Es gibt da nichts Neues zu berichten. Vielen Dank für das Gespräch, meine Herren. Eine 1:2 Niederlage wahrscheinlich im Moment schwer, das Ganze jetzt in Worte zu fassen. Worüber ärgert man sich mehr? Über die 2 Elfmetertore, die man bekommen hat, oder die vielen ausgelassenen Torschancen? Ich denke am Ende über beides. Ja, wir müssen einfach, ich denke, wir haben über 20 Torschüsse gehabt und hätten vielleicht eine oder andere mehr nutzen müssen. Das haben wir leider nicht geschafft und ja, dann so verlieren ist natürlich extrem bitter für uns und ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir es wieder aus den Köpfen kriegen und dass wir am Samstag wieder voll da sind. Die 2 Elfmeter, die da gegeben wurden, die 2 roten Karten, was denken Sie darüber? Haben Sie da vielleicht schon erste Bilder gesehen oder sich mit den Kollegen besprochen? Ja, da brauche ich keine Bilder sehen. Es wäre mal wichtig, glaube ich, dass die Schiedsrichter die Regeln kennenlernen in Österreich. Das würde uns allen helfen. Wir haben jedes Jahr Regelkunde, die Schiedsrichter anscheinend nicht. Was haben die Schiedsrichter Ihrer Meinung nach falsch gemacht? Ja, ich glaube, beim Tanne, glaube ich, muss er nicht die rote Karte geben. Also, und dann, glaube ich, ist für uns auch einfacher, nach einem 1:1 vielleicht nochmal zurückzukommen. Aber ja, wir haben es in der Saison schon oft erlebt. Wir haben schon richtig viele rote Karten bekommen. Es geht jetzt weiter und tut natürlich extrem weh. Aber ja, es hilft uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen auch wieder nach vorne schauen. Und ist wieder schwierig und musst du auch mit den Stürmern besprechen. Ich glaube an Kvilitaia, ich glaube an Joe Hilton. Ich weiß, dass uns Berisha auf irgendeine Art unheimlich viel bringt mit seiner Spielart und möchte denen eigentlich das Vertrauen auch so weitergeben. Aber es wird natürlich auch schwierig, weil auch sie werden unruhig, auch sie spüren natürlich den Unmut, weil sie nicht treffen. Noch so ein unangenehmes Thema, die Situation des Rekordspielers. Ein Fußballgott auf dem Abstellgleis. Steffen Hofmann kommt einfach nicht mehr zum Zug. Ganz ehrlich, vielleicht suche ich nicht mehr so oft das Gespräch mit ihm, weil es einfach auch schwierig wird für mich, weil ich kenne ja seine Situation, ich weiß, dass es ihm nicht gut geht und du kannst ja dann nicht jedes Mal gehen und du, ich verstehe dich und ja, auch noch mit der Mitleidsschiene kommen, das bringt ihm selber auch nichts. Schwierige Entscheidungen wird es immer geben. Aber die Zeiten, sie sind doch wesentlich ruhiger geworden. Wenn Freddy Bickel heute durch das weihnachtliche Wien spaziert, dann ärgert er sich vielleicht über die Niederlage gegen Altach. Aber im Großen und Ganzen kann er ziemlich zufrieden sein. Hörst du auch gerne Edith Piaf? Selten. Bist mehr der Kernburm-Typ. So ist es. Inwiefern ist Freddy Bickel so etwas wie der Ruhepol bei Rapid Michi? Typisch Schweizer, könnte man sagen? Ja, typisch Schweizer. Angenehmer Mensch, habe ihn kennengelernt. Sehr zielstrebig, lässt sich eigentlich durch nichts aus der Ruhe bringen. Ist gut so. Ja, und er macht einen guten Job. Und wie er gesagt hat, wichtig, das Wichtigste für Rapid ist im Moment der Schobelsberger. Mhm. Der fehlt leider, weil er nicht hundertprozentig fit ist. Sitzt heute nur auf der Bank. Ja. Freddy Pickels Gelassenheit färbt allerdings noch nicht so wirklich auf seine Spieler ab. Den Eindruck konnte man zumindest gewinnen nach dem Spiel gegen Altach, nach dieser Niederlage. Stefan Schwab, der Kapitän, war kaum zu bändigen. Klar, die Endphase der Partie war besonders hektisch, aber ist das nicht auch ein Zeichen dafür, wie groß der Druck bei Rapid ist? Da gibt es nach einer sehr erfolgreichen Phase 2 Heimniederlagen und schon geht es ein bisschen wieder rund. Das zeigt eher mehr, wie groß der Schmerz war, dass man dieses Spiel verloren hat, weil es war in Wirklichkeit nicht zu verlieren. Und ich habe schon nach dem Salzburg-Spiel gesagt, wenn man das Spiel verliert, dann hat man das eben jetzt verloren gegen eine Mannschaft, die wirklich eine hohe Qualität hat. Aber Rapid ist besser als Altach. Und deswegen hätten sie auch die Möglichkeit gehabt, in der ersten Hälfte schon das Spiel für sich zu entscheiden. Und das haben sie nicht gemacht. Und deswegen auch dann dieser Ärger und dieser Schmerz, der natürlich dann diese Emotionen verursacht. Ja, welche Reaktion sollte Rapid heute zeigen? Man sollte reagieren, indem man Tore schießt und das Spiel ganz klar gewinnt. Wird nicht leicht, aber ich glaube, Rapid ist von dem her, kann man Rapid gar nichts vorwerfen, dass sie das Spiel gewinnen will.
Ja, mit diesen Erwartungen schickt der Rapid-Trainer seine Mannschaft heute in Wolfsburg aufs Feld. Goran Djuricin im Gespräch mit Roland Stranz. Ja, wie ist eigentlich die grün-weiße Stimmungslage vor diesem Duell? Goran Djuricin, zuletzt 2 Niederlagen, wie geht man damit um? Eigentlich gut für 2 Niederlagen, weil wir haben das ja systematisch aufgebaut und analysiert und wir wissen, wie wir verloren haben, warum wir verloren haben und mit denen können wir leben, mit denen müssen wir auch leben, aber wir müssen nur in den Umschaltmomenten von offensiv auf defensiv noch besser agieren oder reagieren, aber sonst, wir haben uns sehr, sehr viele Chancen herausgespielt, wir haben sehr gut Fußball gespielt, wir haben es dominiert, unseren Gegner, sogar unseren vorvorigen Gegner teilweise, also es passt sehr viel, aber noch nicht alles. Ja, wie gut passt bei den Spielern? Sind die noch cool? Stichwort Stefan Schwab. Nach der letzten Partie wird die Zündschnur da schon kürzer bei einigen. Ja, na, dass man nach 2 Niederlagen nicht guten Mutes ist und nicht fröhlich ist, ist ja klar. Es ist immer ein gewisser Druck da, aber nicht nur, wenn man verliert, der ist immer da. Wir wollen immer gewinnen, wir müssen immer gewinnen. Und ich sage, jetzt können wir wieder beweisen, wie gut wir sind. Die Performance soll passen wie vorige Woche und das Ergebnis wäre natürlich top, wenn das auch passt heute. Wie viel Geduld müssen Sie noch aufbringen mit den Stürmern, von denen Sie ja schon mehr fordern, auch öffentlich mittlerweile? Ja. Ich fordere einfach Einsatz, Laufwege, die wir einhalten sollten, die wir trainieren und die wir miteinander besprechen. Kvyletaia ist zu 3 Riesenmöglichkeiten gekommen. Alladen. Deswegen sage ich mal, ist es schon gut, dass er es nicht reinmacht. Das ist dann Schicksal. Und ich hoffe, er macht es heute rein. Also ich habe Vertrauen. Womit rechnen Sie heute gegen den WRC, ein Rapid unangenehmer Gegner? Ja, kann sein in der Vergangenheit. Das letzte Ergebnis war ja sehr, sehr positiv für uns, auch das vorletzte. Außer jetzt ist es natürlich etwas anders, aber ich spiele sehr gerne hier. Ich hoffe, es vergeht mir nicht und ich hoffe, es bleibt nach dem Match auch so. Aber ich finde es da nett und ich hoffe, dass wir 3 Punkte holen können. Ein Titel ohne Mittel. Es war auf jeden Fall viel Wind um den Rapid-Kapitän in jüngster Zeit. Christoph Jochum hat Stefan Schwab in dieser Woche getroffen. Stefan Schwab ist nachdenklich in diesen Tagen. Einiges prasselt auf ihn ein. Das ist jetzt rundherum sehr aufgepasst worden. Ich habe in den letzten Tagen und vor allem in den letzten Wochen sehr viel selber mitbekommen. Habe natürlich auch was gelesen und gehört von anderen Leuten. Und deshalb ist mir wichtig, dass ich das heute da abschließe und mir eine Sache klarstelle, die mir einfach wichtig ist. Aber der Reihe nach. Das Spiel gegen Red Bull Salzburg. Kvyletaia erzielt ganz klar per Hand das vermeintliche Ausgleichstor. Schiedsrichter Markus Hameter aberkennt nach kurzer Rücksprache mit dem 4. offiziellen Dieter Muckenhammer den Treffer. Im Stadion kursieren falsche Gerüchte über einen vermeintlichen Videobeweis. Stefan Schwab wird nach dem Spiel darauf angesprochen. Der 4. Schiedsrichter hat nach dem Spiel zu mir gesagt, er hat es live gesehen. Ich habe jetzt schon von anderen Seiten gehört, dass er es über Fernsehbilder gesehen hat und dann durchgesagt hat, ja, dadurch, dass es Hand war, müssen wir es akzeptieren. Mit etwas Abstand sieht Schwab seine Aussagen folgendermaßen. Ich habe das Gerücht so weiter verbreitet, ich habe das im Interview so formuliert, dass ich gesagt habe, ich habe von anderen Stimmen gehört, dass es vielleicht einen Videobeweis gibt. Ist sicher ein Punkt, den ich nicht unbedingt sagen muss, ist klar. Ja, es war dann aber jetzt überhaupt kein Angriff auf den Herrn Muckenhammer. Besondere Brisanz erlangt das Thema durch die Morddrohung gegen Dieter Muckenhammer und die scharfe Kritik des Schiedsrichters an den Aussagen von Stefan Schwab. Für mich waren schon gravierende Aussagen am Sonntag vom Herrn Schwab, der im Endeffekt eigentlich am Spielfeld gestanden ist und nichts mitbekommen hat, wie oder was passiert ist und dann im TV-Interview bzw. in den Medien dann sagt eben, dass ich eigentlich den Videobeweis genommen habe oder im Fernsehen das gesehen habe. Und darum muss ich sagen, das ist für mich ist das charakterlos. Ne? Ich muss mich dann schon auch verteidigen, weil dass ich keinen Charakter habe, das geht dann glaube ich auch zu weit. Und das ist schon ein persönlicher Angriff auf meine Person. Und da ist auch Absicht dahinter. Und ja, aber wie gesagt, im Fußball gibt es nichts, das, was man nicht bei Gesprächen klären kann. Deeskalation ist jetzt gefragt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass vereinsverantwortliche Schiedsrichter, Spieler wieder einen respektvollen Umgang miteinander haben. Das ist ganz wichtig, weil wir alle natürlich eine Vorbildfunktion haben. Stefan Schwab hat einiges zu verarbeiten im Moment. Auch sportlich. Die beiden Niederlagen gegen Salzburg und vor allem die gegen Alltag. Schmerzhaft. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu einer Meinungsverschiedenheit. Wenn man keine Emotionen mehr zeigen darf, dann ist man fehl am Platz und im Grunde genommen ist ja auch nichts passiert.
ich habe den Altacher nicht irgendwie verletzt, der hat mich nicht verletzt. Ja, es schaut natürlich blöd aus, ist ganz klar. Aber im Grunde genommen war das für mich nach dem Spiel wieder abgekackt und es wird natürlich nach außen dann sehr groß gemacht. Aber ja, es tut mir leid, dass ich sowas gemacht habe. Aber wie gesagt, die Emotionen gehören dazu. Von dem her ist das erledigt. Stefan Schwab macht sich Gedanken. Als Rapid-Kapitän steht er unter ganz besonderem Druck, unter ganz besonderer Beobachtung. Das kann auch eine Bürde sein. Ja, scheint nicht so einfach zu sein als Rapid-Kapitän. Wie gewachsen, Toni, ist da dieser Rolle? Du warst selbst Kapitän am Ende deiner aktiven Karriere bei der Austria. Ja, ich glaube schon, dass es natürlich eine Aufgabe ist, die man wahrnehmen muss. Und ich bin nicht ganz dabei, dass es nur ein Titel ohne Mittel ist. Er ist doch irgendwo auch ein verlängernder Arm vom Trainer, wenn man so will. Und er ist halt einer, der auch positiv vorangehen soll als Wortführer sozusagen. Aber für Stefan Schwab ist es natürlich auch eine Ehre, wenn er Rapid-Kapitän ist. Und dessen muss er sich gerecht werden. Und er sagt völlig richtig, er ist auch ein Vorbild. Und dementsprechend muss man sich auch präsentieren. Hast du gut zugehört, Alfred? Es ist kein Titel ohne Mittel, nur weil du keiner warst. Nein, ich spreche eher aus Erfahrung, dass ich selber Spieler war, beziehungsweise auch Trainer. Meine Mitspieler oder diejenigen, die Kapitän waren, hatten nicht besondere Befugnisse gehabt und waren auch nicht verlängerter Arm vom Trainer. Vielleicht ist das ein wenig zu übertrieben. Aber ich muss trotzdem etwas loswerden. Ja. Und zwar hinsichtlich von nochmal von Schwab, wie er hier gemeint hat, dass er Emotionen haben darf und soll. Das, hinter dem stehe ich und hinter dem werden alle stehen, die Fußball lieben. Fußball und Emotion gibt es nicht. Aber das, was wir dort gesehen haben am Schluss, war ja nicht Emotion, sondern Aggression. Und das ist ein großer Unterschied. Also wenn er jetzt nicht zurückgehalten worden wäre von seinen Mitspielern, hätten wir dort vielleicht noch einen Boxkampf erlebt. Und das ist Aggression und das hat aber nichts verloren im Fußballfeld. Daher, er sollte hier schon aufpassen, dass er Emotionen ja, aber Aggressionen nein. Und wenn er diese Energie, die er in diese Aggression gesteckt hat, in positive Emotionen steckt, dann wird er für Rapid sehr wertvoll sein. Vielleicht hat er die Außendarstellung des SK Rapid jetzt repräsentiert. Wie findet denn dir die momentan, diese Außendarstellung? Ja, Außendarstellungen haben ja zwei Seiten. Eine, die sozusagen das Objekt selber sendet und das andere, dass die, die diese Dinge aufnehmen, dann interpretieren anfangen. Und man könnte also sagen, bei Rapid ist alles in Ordnung, nur wir interpretieren das alles viel zu aufbauschend und viel zu schlecht. Es könnte aber auch sein, dass es der Wahrheit entspricht. Sprich, das, was Rapid sendet, ist das, was wir dann sozusagen auch transportieren im unter Anführungszeichen negativen Sinn. Also da sollte sich jeder eine eigene Meinung bilden. Meine ist, wie so immer, liegt alles irgendwo auch zwischen den Extrempolen in der Mitte.